Griechenland bleibt das Sorgenkind der Euroretter. Nach wie vor sind die Steuermoral niedrig und das Risiko eines Staatsbankrotts hoch. Deshalb fordert Premier Samaras eine Atempause vom EU-Sparprogramm für sein Land, am Freitag auch bei Bundeskanzlerin Merkel. Auch Island war mal ein Sorgenkind des europäischen Wirtschaftsraumes, wenn auch mit eigener Währung. Schließlich war der Staat einer der ersten, den die Bankenkrise voll erwischt hat. Doch inzwischen geht es wieder aufwärts auf der Insel, und zwar ohne größere soziale Einschnitte für Bürger und Steuerzahler. Wie hat Island das nur geschafft? Island, ein Naturwunder, berühmt für seine heißen Quellen. Und zuletzt berüchtigt für ein zwielichtiges Wirtschaftswunder. Vor 10 Jahren wurde die Insel zum heißen Finanztipp. Die Banken lockten mit Traumrenditen ausländisches Kapital an. 2008 war ihre Bilanzsumme fast 10-mal so hoch wie das Bruttoinlandsprodukt. Das kleine Reykjavik wird zur Boomtown. Der neue Reichtum protzig in Szene gesetzt. Doch dann kommt die Finanzkrise. Die Blase platzt. Der Reichtum war nur vorgespiegelt. Alle wollen ihr Geld abziehen. Viele Banken gehen bankrott. Der Kurs der Krone fällt um 50% und viel Wohlstand löst sich in Luft auf. Die Bevölkerung ist empört über die verantwortungslose Finanzpolitik. Der IWF muss mit Notkrediten einspringen. Geir Hade war damals Premierminister. Unter dem Druck der Bevölkerung trifft die Regierung eine unkonventionelle Entscheidung. Wir haben damals beschlossen, die Banken nicht zu retten. Wir wollten nicht, dass der Steuerzahler für andere Anleger und Spekulanten aufkommen muss. Aber wir haben mit einem Notfallplan dafür gesorgt, dass der heimische Finanzsektor trotzdem weiter funktionieren konnte. Die Regierung lässt mehrere Finanzhäuser pleite gehen. Aber es kommt weiter Geld aus den Automaten, weil der Staat die Banken übernimmt. Er schrumpft sie auf Normalmaß zurück und macht aus den Spielcasinos wieder solide Dienstleister für die heimische Wirtschaft. Gleichzeitig wird eine eigene Staatsanwaltschaft gegründet, um die Hintergründe des Finanzcrashs energisch aufzuklären. 2 mächtige Banker sitzen schon im Gefängnis. In über 100 weiteren Fällen wird ermittelt. Es wurde ein spezielles Gesetz verabschiedet, als wir diese Ermittlungsbehörde gegründet haben. Das Bankgeheimnis ist für uns kein Problem. Wir bekommen alle Bankinformationen, die wir brauchen. Allerdings, trotz des Schuldenschnitts kämpfen viele noch mit den Folgen der Krise. Rund die Hälfte der Haushalte soll in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Wir fahren aufs Land zu Trein Jokul Eriksson. Der gelernte Koch musste nach einem schweren Autounfall und einem Herzinfarkt in Frührente gehen. Weil die Kredite in Island oft an die Inflation gekoppelt sind, wurde die Belastung für ihn nach der Krise immer höher. 2 Jahre musste ich schwer kämpfen, aber dann wurde der Zuwachs der Kredite begrenzt und die Berufsunfähigkeitsrente deutlich erhöht. So konnte ich das Haus halten, und das habe ich der Regierung zu verdanken. Der Staat hilft den Opfern der Krise, nicht den Banken und Spekulanten. Das genaue Gegenmodell zu der vor allem von Deutschland geforderten radikalen Kürzungspolitik. Und diesen Kurs will die neue Finanzministerin beibehalten. Nicht nur, weil es humaner ist, sondern weil es offensichtlich besser funktioniert. Wir haben eine gemischte Politik gemacht. Wir haben Ausgaben gekürzt, aber versucht, nicht im Sozialsystem zu sparen. Und diejenigen zu schützen, die am meisten Hilfe vom Staat brauchen. Und wir haben die Steuern der Wohlhabenden stärker erhöht als die Steuern von Geringverdienern. Trotz Steuererhöhung geht es in Island wieder aufwärts. Aktuell liegt das Wachstum bei 4,5% und die Arbeitslosigkeit geht wieder deutlich zurück. Dabei hilft vor allem auch der stark gesunkene Kurs der Krone. Die Exporteure können ihre Waren nun billiger in Europa anbieten. Der niedrige Kurs lässt auch die Touristen wieder vermehrt nach Island strömen. Sie baden in der blauen Lagune, kaufen isländische Produkte und besuchen die Gaststätten. Der Erfolg der Maßnahmen war auch möglich, weil sich die Regierung den radikalen Kürzungsforderungen des IWF widersetzt hat. So wurde ein sofortiger Absturz, wie in Griechenland oder Spanien, vermieden. Sparen ja, aber erst dann, wenn das Land und die Menschen es wirklich leisten können. Das war die Devise, auch für die Notenbank.
Wir haben erst angefangen zu konsolidieren, als der Aufschwung schon spürbar war. Ende 2010 ging es wieder aufwärts. Und das war auch die Zeit, als wir mit dem Schuldenabbau begonnen haben. Und Island griff zu einem weiteren ungewöhnlichen Mittel: Kapitalverkehrskontrollen. Sie verhindern, dass weiter Geld ins Ausland fließt und der Wert der Krone weiter abstürzt. Sehr lästig für den Bürger. Euro kann er nur eintauschen, wenn er zum Beispiel ein Flugticket vorzeigt. Aber die Kontrolle des Kapitalverkehrs hat die Währung und das Land stabilisiert. Auch dieses Instrument hat Island beim IWF durchgesetzt, obwohl es sehr verpönt ist. Die Regierung hielt dem internationalen Druck stand. Auch bei der Pleite der Icesave Bank. Der Präsident setzte zwei Volksabstimmungen durch. Die Isländer stimmten dafür, dass die Anleger nicht entschädigt wurden. Am Ende unserer Reise erhalten wir eine Audienz im Präsidentenpalast. Der Staatschef sieht sich im Nachhinein bestätigt, auch wenn das für die Betroffenen viel Kummer mit sich brachte. In der Krise, was ist da wichtiger? Die Interessen der Finanzmärkte oder der demokratische Wille der Bevölkerung? Island hat sich dafür entschieden, den demokratischen Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum sich unsere Wirtschaft so viel besser und schneller erholt hat als jede andere Volkswirtschaft in Europa. Vielleicht werden die Rauchzeichen aus Island ja irgendwann doch in Berlin und anderswo wahrgenommen. Es gibt einen Weg aus der Krise. Er ist steinig, aber auch sozial und offenbar erfolgreich.